Meine lieben Löwen, es ist eine Liebeslegung und ich möchte gleich sagen, dass dieser Mensch schenkt heute Einblick in dich durch ihn. Ja. Löwe, bist du schon in einer glücklichen Beziehung oder nicht? Was geht ab? Das ist mein persönliches Geschenk an dich, mein lieber Löwe. Ich bin heute sehr gut drauf. Es ist heute ein sehr, sehr guter Tag, ein sehr besonderer Tag. Das fühlt sich total glamourös. Und du bist ein sehr glamouröses Sternzeichen. Ich möchte gleich mit diese Glamourösität feiern. Ich liebe auch meinen Look heute total. Meine lieben Mädels, wer selber auch so einen Look, also wer sich selber gern auch feiert, lasst uns gemeinsam das Leben miteinander feiern. Es ist wunder, 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 wunderschön. Weil, meine liebe Schwester, meine liebe Frau, ich wünsche dir mit deinem Mann eine geile Beziehung. Ich will, dass du strahlst. Ich will, dass du glücklich bist. Ich will, dass du dich erholt fühlst. Ich will, dass sich dein Leben wie es hat sich gelohnt anfühlt. Ja, dass alles, was du durchstanden hast, dass es sich gelohnt hat. Ja, dass du damals nicht umsonst gelitten hast. So, das ist mein Anspruch heute, dass du dich gut fühlst, in deine Kraft kommst. Und für eine Löwenfrau so ein, das zu auszusenden, das vorzuschlagen, ist schon eine Challenge. Ich gehe diese Challenge sehr, sehr, sehr gerne an. Ich bin Xenia the Funky Oracle, das Orakel für das Unterbewusste. Ich helfe anderen Frauen, glücklich in ihren Beziehungen zu sein. Unter anderem natürlich auch Männern. Ich helfe ganzheitlich. Ich helfe auch für die Physis. Ich bin selber Tänzerin, leidenschaftliche Sportlerin, lebe eine glückliche, geile Beziehung mit meinem Freund, mit meinem Soulmate, mit meinem Mann. Wünsche jedem, dass er sein Soulmate findet, das ist etwas sehr, sehr Großartiges. Ich sage immer, alleine bin ich stark, zusammen sind wir stärker und das ist auch so ein bisschen Löwenmäßiges, was ich empfinde. So, und bevor wir jetzt mit der Dekodierung von dieser Beziehung beginnen, wir mögen über dein Gegenüber sprechen, wir mögen heute über dich sprechen. Wie gesagt, ich bin das Orakel für das Unterbewusste. Ich könnte mit dir über Psychologie sprechen, über deine Vergangenheit, über wie du dich ernähren kannst. Wir werden gleich sehen, was du aussuchen wirst, weil du irgendwie mit deiner Aufmerksamkeit und Anwesenheit in diesem Video mitgestaltest. Deswegen bitte meldet euch, macht mit, macht mit. Und bevor ich beginne, möchte ich drei Dinge erwähnen. Erstens Werbung in eigene Sache. Werbung in eigene Sache, die eigentlich wiederum dir hilft, glücklich zu sein, abzunehmen, gute Beziehung anzuziehen, gute Beziehung anzuziehen und darin glücklich zu sein, gute Beziehung anzuziehen und darin abzunehmen. Das ist alles möglich. Und auf thefunkyoracle.com findest du erstens Audios zur täglichen Reprogrammierung, deine unterbewussten Codes. Mittlerweile haben wir fünf verschiedene Audioversionen für euch, für fünf verschiedene Lebensbereiche. Du kannst vorhören und bestellen. Zweitens, das Neue, das fünfte Audio jetzt, hier im Jetzt nennt sich das, hier im Jetzt, ist jetzt auch gerade raus mit einem begleitenden Workout. 17 Minuten Reprogrammierung. Ich kenne nichts Vergleichbares auf dem Markt. Tatsächlich. Ich bin Tänzerin, Fitnesstrainerin, mein Mann ist Athlet. Wir kennen uns da wirklich aus und wir haben etwas Persönliches kreiert für euch. Und hier im Jetzt ist, ich glaube, das erste Audio aus all denen, was du findest aktuell, was so diesen athletischen Style hat, was dir hilft, in den Flow zu kommen und wirklich nonstop zu atmen, sich zu bewegen. Wir trainieren mit einer Kniebeuge und dich 17 Minuten lang mit dir selbst zu beschäftigen. Das ist quasi so eine bewegende Meditation, wenn du möchtest. Ein geführtes Workout, Manifestationsworkout. Du trainierst, du manifestierst und du reprogrammierst. Effizient. Und hier jetzt ist auch gerade in einem Eröffnungsangebot, also kannst du dir kaufen, downloaden und sofort damit beginnen. Und drittens, und da kommen wir schon, drittens, sieht besser aus, drittens, wenn du jetzt oder im Laufe des Videos mit jetzt verstehe ich kommentierst,
bekommst du von mir eine Erkenntnis for free. Meistens bekommst du sehr viele in meinen Videos. So empfinde ich das, wenn ich mir meine eigenen Videos anschaue. Und so fühlen sich auch die Botschaften an. Wenn es dann fließt, das ist quasi so boom, boom, check, 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 check. So. Und mit deinem Kommentar hilft natürlich dem Video, dass das Video viral geht und anderen Löwen da draußen hilft. Du hilfst dir selbst, dir zu erlauben, mich mit deinem Energie- und Informationsfeld zu verbinden. Und du beweist dir selbst, dass Magie möglich ist und dass deine Manifestation wahr wird, weil die Erkenntnis eintreten wird. Kannst du gleich ausprobieren, jetzt oder wenn es dann soweit ist. Wir beginnen. Okay, ich freue mich sehr, meine lieben Löwen. Ihr seid einzigartig, ihr seid großartig. Ich liebe euch. Ich liebe dich, ich liebe mich, ich liebe das, was ist. Ich bin die Liebe, ich bin das Licht, ich bin du. Ich sehe dich, alles ist in Ordnung. Geil. Gut. Gut, meine Lieben. Wir beginnen. Mein lieber Schatz. Wow! König! Wow! König der Stäbe. Dein Gegenüber ist richtig heiß. Er ist richtig heiß. Also solltest du noch Single sein, kannst du auf jeden Fall wissen, in deiner höheren Timeline sieht dein Mann richtig gut aus. Also dein höchstes Potenzial, das höchste, was du in diesem Leben erreichen kannst, ist auf jeden Fall auch unter anderem ein gut aussehender Mann. Das ist wichtig. Ich glaube, das ist wichtig. Darüber könnte ich ein eigenes Buchkapitel schreiben, weil das ist auch Programmierung. Ich bin gebürtige Russin und mit meiner Russisch-Deutsch-Comedy habe ich einen großen Erfolg gehabt. Millionen Views und über 115.000 Follower auf TikTok und auf Instagram. Und deswegen weiß ich, dass Wörter Programme sein können. Das haben mir meine Zuschauer bewiesen, indem mir meine Videos 100.000-fach kommentiert und bestätigt wurden. Und ich bin zum Beispiel mit einem Glaubenssatz aufgewachsen, dass ein Mann etwas hübscher sein darf wie ein Affe. Wortwörtlich, im Russischen sagt man so. Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Also wenn du Russisch sprichst, kennst du den Spruch. Und mein Freund ist aber viel, viel hübscher als nur ein Äffchen. das heißt, ich habe es umprogrammiert. Und das kannst du auch. Das ist irgendeine Blockade, die dir nicht erlaubt, mit hübschen Männern glücklich zu sein, weil du selber ein hübsches Kind bist. Weil hübsch ist nicht nur, ist keine Oberflächlichkeit. Hübsch ist gesund. Jemand, der attraktiv ist, hat gute Gene. Jemand, der attraktiv ist, hat Lebensenergie, hat Lebenskraft, ja, hat etwas extra, ist quasi Anführer, ja, hat extra Potenzial. Deswegen sind Könige Könige. Oder nicht? Es ist eine andere Sache. Aber da du ja Löwenenergie vertrittst und da du dieses Video dir angeschaut hast, möchtest du jemanden an der Seite haben, der auf jeden Fall diese Fähigkeit, dieses Potenzial nicht nur irgendwo hat oder sein Vater hat es vielleicht, aber der Sohn nicht, da soll schon der Mann sein. Also er soll gut aussehen, der soll Corona sein. König der Stäbe ist jemand, der sexuelle Energie beherrscht. Das ist jemand, der sein Johannes im Griff hat. Das ist jemand, der treu ist. Das ist jemand, der weiß, der ist attraktiv, der ist erfolgreich, der sieht gut aus, aber der rennt nicht weg, weil er eine Königin hat. Ja, weil du willst ihn anziehen. Du willst mit so einem Mann zusammen sein. Auch wenn er dich aussucht, willst du ihn irgendwie auch ausgesucht haben. Und auch wenn dich der Mann ausgesucht hat, kannst du eigentlich bei dem Thema hübscher Mann abhaken, bei deinen damaligen Bestellungen, weil das hast du ausgestrahlt. Das hast du auch ausgestrahlt, als du vielleicht bei weniger gut aussehenden Jungs Nein gesagt hast. Weil es dein Anspruch ist. Ja, vielleicht hat bei den Vergangenen alles gereicht, aber nicht das, was diese hat. Diese Lebenskraft. Ja, wie gesagt, ich sage gutes Aussehen, aber dieses, wie nennst du das? Vielleicht hast du ein Wort dafür. Vielleicht magst du dieses Wort reinschreiben. Diese Power. Ja, das ist ein Macher, das ist ein Macho. Das ist ein Macho, aber das ist ein treuer Macho. Der ist auch gleichzeitig Macho, der mit ihr Kinder haben kann, Unternehmen haben kann, ein Imperium haben kann und der ist richtig stolz darauf. Ein Vatertyp. Ein gut aussehender Daddy.
Das heißt, wenn du ihn im Kindergarten siehst, das ist dein gut aussehender Daddy, das ist deiner gut aussehender Freund. Vielleicht war dein Papa auch gut aussehend. Here we go. Oder wenn er älter ist, dann hast du einen gut aussehenden Eltern, Freund oder Mann. Ja, weil dein Papa es war. Okay, was sehen wir hier noch? Und gleichzeitig ist aber auch ein totales Kind. Und ich glaube, das ist etwas, was ihn vielleicht verwundbar macht. Aber nur deswegen, weil jemand diese Kindlichkeit und diese Kindlichkeit verwundbar gemacht hat. Jemand, der diese Kindlichkeit ausgenutzt hat. Vielleicht seine Mom. Vielleicht hat er eine toxische Mutter. Deine Schwiegermutter. So oder so, der ist auch ein Kind, der ist ein verspieltes Kind. Er ist aufgeregt, wenn er sein königliches Dasein lebt. Also sollte er teure Spielzeuge haben. Ja, für Löwen habe ich, glaube ich, Anfang des Jahres teure Spielzeuge und Gesundheit oder irgend sowas, glaube ich, gechannelt. Ach ja, das war eine Handlegung für den Löwen vom 17.02. Und das Video habe ich benannt, Dein Millionentraum, teure Spielzeuge und eigene Firma. Und jeder hat ja quasi so seine eigenen Träume, ja. Und dieser Mann in seiner Kindlichkeit, ja, oder vielleicht du selbst auch, ihr seid ja so kleine Kinder. Das heißt, wenn ihr aktuell alles, was ihr macht, Firma, Haus, Wohnung, Bus, was auch immer ihr da macht, da sitzt ein Kind da drin. So, das kommt nochmal von dem Mann quasi durch. Er hat keine Angst, dir das durch mitzuteilen, weil er dir vertraut, weil er in dir jemanden sieht, dem er hoffentlich vertrauen kann. Ja, er vertraut dir, er liebt dich. Vielleicht magst du auch mit ihm an der Seite sein, die Prinzessin, die Königin. Schau mal in die zweite Karte. Genau, das hatte ich schon geahnt. Ich habe ja angefangen, über ihn zu erzählen, dass er quasi da sitzt und der ist aufgeregt. Also in diesem Jungen sehe ich hier, der ist zwar König vom Weiten, aber wenn man näher kommt, sieht man, das ist eigentlich ein kleines Kind, was dabei vielleicht manchmal nicht weiß, was er tut. Oder er ist einfach nur aufgeregt, weil er aufgeregt ist. Nicht, weil er nervös ist, weil er einfach nur so in dieser Rage ist. Er ist einfach nur so, er ist gerne ein König. Und er ist deswegen gerne ein König, weil, guck mal, er auch ein Schuster sein kann oder ein Lehrling oder das ist quasi so ein männliches Cinderella. Er bietet dir die Welt, er kann dir alles kaufen, er kann dir alles von den Lippen ablesen, er kann der hübscheste Mann im Raum sein, er kann die größte und er hat auch wirklich, soll auch, darf auch in deinen Augen das sein, na, die größte Kraft haben, quasi wie ein Papa. Ich glaube, du sollst ihn wie dein Papa anhimmeln. Und das ist nichts Verkehrtes, weil dein Papa ist auch dein Papa. Vielleicht hast du auch einen toxischen Papa gehabt. Wenn du ein Mannes Vorbild haben möchtest, dann kannst du auf jeden Fall auch dein Freund hier haben. Solltest du deinen Vater vielleicht nicht als Mannes Vorbild haben wollen. Aufgrund dessen, dass er sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat, musste er so tun. Ja, deswegen hast du deinen Mann. Deswegen glaube ich es auch wichtig, dass ein Mädchen von dem Papa loslässt, ein Papa hat die Mama, die haben die Beziehung und du himmelst deinen Mann an. Und du möchtest einen Mann anhimmeln, solltest du noch Single sein, der natürlich gut aussieht, ja, der Lebenskraft hat, der ideenreich ist, der noch nicht zu so veraltet ist, noch nicht zu so alt ist. Ja, der kann zwar die Verantwortung übernehmen, aber er darf noch neugierig sein. Dein Kind im Körper von einem Erwachsenen ist noch jemand, der spielt, ist noch jemand, der neugierig ist noch jemand, der aufgeregt ist, ja, der ist lebendig, da ist Lebensenergie drin. Und
Diese Lebendigkeit kann er womöglich auch hier durch solche Tätigkeiten erwecken. Vielleicht, wie gesagt, solltest du Single sein, manifestiert dir auf jeden Fall jemanden, der das nicht nur zeigen kann auf dem Foto oder im Club, sondern das ist auch jemand, der auch wirklich trainiert. Ja, das ist jemand, der auch wirklich für sein Geld arbeitet. Das ist auch wirklich jemand, der manifestiert oder jeden Tag arbeitet. Das muss nicht hart sein, aber er macht das. Ja, Konsequenz, Konsequentheit. 2024 ist gematrisch gesehen, ergibt die Nummer die Zahl 8, 2, 2 und 4. 2 plus 2 ist 4, 4 plus 4 ist 8. Im Tarot ist 8 ist Kraft, das ist Löwenenergie. Also so habe ich quasi einen Bogen von 8 zu dir gemacht. Und ich kann mir vorstellen, das ist auch das, was du in den Menschen generell und in den Männern insbesondere wertschätzt. Jemand, auf den man sich verlassen kann, weil er es macht, ein Macher. Er ist ein Macho-Macher, er ist ein Macho und er ist ein Macher. Solltest du es vergessen haben, erinnere dich daran, wenn du ihn so nicht benutzt hast, bitteschön. Mit ihm kannst du gerne schön essen gehen, mit ihm kannst du gerne schön im Club richtige Show aufmachen, aber mit ihm kannst du auch richtig gern trainieren und arbeiten. Und wenn du es auch nicht machen wirst, wirst du ihn beim Training finden. Du wirst ihn auf Arbeit finden oder du wirst ihn in der Werkstatt finden. Er wird es tun. Er macht es. Drei der Stäbe. Okay, dein Mann, dein innerer Mann oder dein aktueller Mann macht sein eigenes Ding. Dein aktueller Mann mag dein Soulmate sein, indem das, was dir gefällt, das, was du da siehst, gefällt. Und dir gefällt das, was du da draußen siehst, wenn du die Vergleichbarkeit mit dir selbst erkennst, wenn du die Ähnlichkeit mit dir selbst erkennst. Das ist spannend. Deswegen, so musst du dich selbst bestenfalls kennen, wenn du eine gute Beziehung haben möchtest. Bedeutet, wenn du bis jetzt Männer angezogen hast, die nicht treu waren, hast du nicht deinen inneren Mann angezogen, hast du nicht einen guten Spiegel gehabt. Oder du hast quasi Männer angezogen, wo du vielleicht deine schlechten Eigenschaften gesehen hast. Die gibt es natürlich auch. Und deswegen darfst du diesen Männern dankbar sein. Und wenn du aber sagst, du willst eine harmonische Beziehung haben, ja, wie zum Beispiel wie mit diesem Mann, bin ich der Stäbe, der arbeitet, man kann sich auf den verlassen, der schaut auch immer weiter, also er macht wirklich seine Hausaufgaben, der ist übersinnlich, der stellt Zusammenhänge, der streitet voran. Das ist ein sehr, sehr effizienter Mann. So ein Mann wird sehr, sehr schnell reich. So, oh wow, so ein Mann wird sehr, sehr schnell reich. Er braucht nur was? Eine Entscheidung. Er muss sich nur entscheiden. Er kann alles. Er kann reich sein, er kann auch arm sein, wenn er möchte. Er kann erfolgreich sein, er kann berühmt sein, er kann drei Unternehmen haben, er kann nur ein Unternehmen haben. Ihm ist es eigentlich egal, weil er sich selbst kennt. So, nun nach 18 Minuten kommen wir endlich zur Pointe. Schön, dass du jetzt bis hierhin geschaut hast. Dieser Mann bist du. Das heißt, du hast diese Phasen in deinem Leben womöglich schon erlebt gehabt, wo du alles beherrschst, wo du dein eigenes Ding machst, wo du dein eigener Chef bist. Vielleicht deine eigene Abteilung, dein eigener Class, ne, deine eigene Stunde. Oder du bist als Selbstständiger aktiv gewesen. Quasi etwas, was du selbst beherrschst. Und auch, oder Autofahren. Das erzeugt eigentlich die gleiche Energie. Hier geht es eher um die Energie, die dabei erzeugt wird. Und all das, was ich gerade genannt habe, waren die Tätigkeiten. So. Natürlich möchte man, wenn es hier um die Aktivierung der männlichen Energie geht, im besten Fall diese männliche Energie gut beherrschen. Wie einen guten Anzug, wie ein schnelles Auto zur Verfügung haben, spielen und nehmen und testen können, wie und wann man es möchte, nicht wahr? Alle Jungs kennen das Problem. Man kann ein Spielzeug haben wollen, man kann Zeit haben, man kann jung sein,
Man kann keine Kohle haben und dann hat man das Spielzeug, man ist aber zu alt dafür. Im besten Fall, wenn man die Kapazitäten, die Zeit und das Spielzeug hat, ja, Motorrad, eine schöne Beziehung, dein eigener Körper. So. Und du als Frau hast natürlich auch männliche Energie, dein Testosteron. Und durch diesen Mann wird womöglich dein purster Testosteron geweckt. Aufgrund dessen, weil dieser Mann so ist, wie er ist. Der ist zielstrebig, der übernimmt die Verantwortung, der arbeitet täglich an seinem Erfolg, er stellt Zusammenhänge, er nimmt sich Auszeiten, um Zusammenhänge festzustellen, um quasi effizient zu werden. Also er schuftet nicht nur, er arbeitet effizient und er orientiert sich an einer Entscheidung. Und das ist das, was ihn erfolgreich macht. Das ist eigentlich hier sein Königs. Er ist ein König, ah ja, klar. Er ist ein König und das ist ein Geheimnis. Jeden Tag arbeiten, sich Auszeit nehmen, in den Urlaub fahren und sich als geilste König der Welt fühlen und sich an eine Entscheidung orientieren. Ich glaube, sich an eine Entscheidung orientieren ist, glaube ich, das, was hier das am meisten betrifft. Und das ist dann sein Königsrezept. Und das ist das, was auch du brauchst. Täglich an deinem Erfolg arbeiten, Auszeit nehmen, um zu schauen, was hast du bis jetzt erreicht und eine Entscheidung treffen. Gehst du wieder zurück, musst du noch was hinzufügen oder gehst du weiter? Ja? Oder bleibst du vielleicht noch in der Auszeit? Aber du musst dich entscheiden, schneller vielleicht entscheiden, vielleicht klarer entscheiden. Sollte es für dich selbst sein so, oder für die Beziehung? Ehrlich gesagt, ich habe auch gerade festgestellt, dass ich oft für die Beziehung manchmal so channele, dass ich quasi den anderen Menschen als Anstoß nutze, damit du dich selbst besser siehst. Ja? Und dein wundervoller Mann, da hat uns heute erlaubt, in ihn hineinzublicken, seine wahre Natur zu sehen, die wunderschön ist, die großartig ist, die ist athletisch, die ist ehrlich, die ist, da ist kein Geheimnis. Da ist wirklich kein Geheimnis, der macht es einfach. Und deswegen ist ein Macho-Macher, Macho-Man. Ja, er ist cool, weil er das macht. Ja, der ist quasi noch von den alten Kalibern, der macht das wirklich. Deswegen gratuliere ich dir einfach nur. Du hast diesen männlichen Anteil in dir. Solltest du noch nicht Wissen haben, wie du was machst, aktiviere deinen inneren Mann. Du kannst dir gerne die innere Familie anhören, damit trainieren, holen gleich auf thefunkyoracle.com. Die innere Familie hat 3 Teile. Inneres Kind, innere Frau, inneren Mann, das ist quasi das, was mir jetzt sofort einfällt. Du könntest eigentlich sogar Folgendes machen. Innere Familie als Beginn Meditation, das sind ungefähr 12 Minuten und dann schaltest du 17 Minuten hier im Jetzt. Ich würde dir diese Kombi vorschlagen, weil mit der inneren Familie kannst du sehr gut meditieren, das ist so ein Zen-Musik. Ja? Und hier im Jetzt ist schon beatmäßig. Da musst du dich schon bewegen. Und da, somit hast du 12, ja, gute 30 Minuten Zeit, die wirklich wie im Flug vergehen, verspreche ich dir. Somit kann deine neue Tagesroutine wirklich sein. Ich mache, wie gesagt, ich mache das täglich. Damit, mit hier im Jetzt bin ich heute sogar gelaufen. Das ist richtig geil. Ja, und somit kannst du auch deinen inneren Mann quasi auch täglich trainieren, die Energie. Ja, so viel dazu. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Video. Schau dir gleich und hör dir gleich hier und jetzt vor. Bis dahin. Bye bye. Ich lebe meinen Traum. Dies ist mein Traum. Dies ist meine Geschichte. Heute habe ich mich wieder geboren. Ich vertraue meiner Intuition. Ich bin mein höheres Selbst. Ich bin positive Gedanken. Ich bin mein volles Potenzial.